Mastering spielt im konventionellen kanalbasierten Audiobereich eine wichtige Rolle. Deswegen wollten wir die wichtigen Aspekte von dort auf den Object-Based Spatial Audio-Bereich übertragen. Konventionelles Surround Audio ist ein kanalbasiertes Verfahren. Das heißt, man ist auf feste Lautsprecherpositionen und Konfigurationen angewiesen. Der Nachteil dabei ist, dass jede Änderung einer Lautsprecherkonfiguration zwangsläufig zu einem Up- oder Down-Mix führt, im schlimmsten Fall sogar zu einer komplett neuen Mischung. Das Mischen für verschiedene Systeme ist daher sehr aufwendig und auch kostenintensiv. Im Gegensatz dazu steht objektbasiertes Audio. Beim objektbasierten Audio mischt man nicht mehr auf feste Lautsprecherpositionen, vielmehr generiert man Audioszenen. Diese Audioszenen bestehen aus Audioobjekten, welche die Tonquellen repräsentieren und die frei im Raum platziert werden können. Eine Audioszene kann später auf verschiedensten Konfigurationen oder auch binaural wiedergegeben werden, ohne dass ein zusätzlicher Up- oder Down-Mix erforderlich ist. Objektbasiertes Audio besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten. Das ist die Audioproduktionssoftware und der Audiorenderer. Der Audiorenderer ist dabei zuständig für die Berechnungen der einzelnen Hardware-Ausgangskanäle für die Lautsprecher auf Basis der Positionen der einzelnen Audioobjekte in der Szene. Für die korrekte Berechnung werden die Raumdimensionen und die Positionen der Lautsprecher im Raum benötigt. Die Motivation für Object-Based Spatial Mastering kam eigentlich aus dem konventionellen, kanalbasierten Audiobereich, wo es üblich ist, dass Produktionen unter suboptimalen akustischen Bedingungen entstehen und wo der Mastering-Prozess sicherstellt, dass die Tonqualität dem Marktstandard entspricht. Um den Object-Based Spatial Mastering-Prozess ähnlich effizient und kostengünstig zu gestalten wie im kanalbasierten Audio, haben wir Tools entwickelt, die ähnlich schnell und einfach funktionieren und dem Mastering-Engineer genauso viel Kontrolle ermöglichen. Die Schwierigkeit, die bisher bestand, war, dass eigentlich alle tonalen Änderungen im Mix erfolgen mussten, weil Audioobjekte nur einzeln verändert werden konnten. Globale Änderungen waren nicht möglich, weil die Lautsprecherkonfiguration zum Zeitpunkt der Produktion noch nicht bekannt ist. Ergebnis unserer Entwicklung waren Mastering Objects. Mastering Objects funktionieren wie künstliche Container, die bestimmte Audioobjekte ansprechen und Änderungen von Mastering Object-Ebene auf Audio-Object-Ebene automatisch umrechnen. Mastering Objects kann man wie Audio Objects beliebig in einer Szene platzieren und bewegen und man kann ihnen einen Scope geben, indem sie Audioobjekte um sich herum ansprechen. Der Scope kann beliebig definiert werden. Es kann sich um eine geometrische Form handeln, es kann sich um einen bestimmten Winkelabschnitt handeln oder es können direkt Audioobjekte mit dem Mastering Object verbunden werden. Eine Audioszene kann beliebig viele Mastering Objects beinhalten und somit sind dem Mastering Engineer keine Grenzen gesetzt, den globalen Sound einer Audioszene zu beeinflussen. Mastering Objects können sowohl die Audiodatenkomponente als auch die Metadatenkomponente von Audioobjekten verändern. So ist es zum Beispiel möglich, die Szene insgesamt geometrisch zu verzerren, indem man ein globales Mastering Object verwendet. Man kann auch lokal bestimmte Gruppen an Audioobjekten geometrisch verändern und somit zum Beispiel die Raumauflösung verbessern. Realisiert werden können Mastering Objects zum Beispiel innerhalb eines Authoring Tools, das mit einer Digital Audio Workstation kommuniziert. In so einem Fall müsste das Authoring Tool nur Effektparameter mit der Digital Audio Workstation kommunizieren.